Charismatisch führen dank positiver Manipulatorik-Methode. Ja, du kannst zu einer charismatischen Führungskraft werden und souveräner und leichter führen. Wie einfach das geht, erfährst du in diesem Video. Charismatisch sein, das ist ja der Wunsch von vielen Führungskräften, Unternehmern, ja, insgesamt von vielen Menschen. Man kennt so charismatische Persönlichkeiten wie Barack Obama oder Nelson Mandela. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch noch an Steve Jobs. Um das zu sein oder werden zu können, lesen jetzt viele beispielsweise Bücher zum Thema Charisma. Das ist schon gut, das zu machen, denn Wissen hilft immer, aber es macht dich nicht charismatisch. Nur Lesen allein bringt dich da nicht weiter. Manche Unternehmer besuchen dann auch Seminare oder Workshops zum Thema Charisma. Auch das bringt das Charisma nicht automatisch sozusagen zu dir und befördert es nicht. Da fehlen so zwei, drei Dinge, die dir helfen, dahin zu kommen. Oder manche nutzen einfach für sich Stilberaterinnen oder Stilberater, um das Äußere anzupassen und damit charismatischer zu sein. Ja, ein tolles Äußeres, das wirkt schon mal, das ist richtig. Alleine genügt das jedenfalls nicht. Und warum funktionieren diese Dinge nicht so, wie du es dir wünschst oder wie sie sollten? Ja, man kann viel lernen von Persönlichkeiten, wenn du beispielsweise Biografien charismatischer Personen liest. Nelson Mandela, Barack Obama, Steve Jobs und so weiter. Es macht dich aber selbst nicht charismatischer, denn zu wissen, was andere ausmacht, im Bereich Charisma und vielleicht zu versuchen, die dann nachzuahmen, das bringt dich nicht wirklich weiter. Oder Seminare und Workshops, da kannst du einiges lernen und natürlich auch bestimmte Dinge einüben und eintrainieren. Das ist schon ein Schritt mehr als in Richtung nur Lesen. Allerdings macht dich das auch nicht wirklich charismatisch, denn in solchen Veranstaltungen, Seminaren und Workshops, dort lernst du in erster Linie Techniken, etwa Rhetorik oder Körpersprache. Solche Dinge machen dich nicht wirklich charismatisch. Kleines Beispiel dazu. Ja, vielleicht erinnerst du dich an Angela Merkel, Ex-Bundeskanzlerin. Sie hatte so eine ganz typische Haltung, die Raute, also nicht ganz so verkrampft, wie ich das jetzt mache. Ich muss mal ein bisschen zurückgehen, dann sieht man das vielleicht besser. Und zwar stand sie häufig so da, die sogenannte Raute. Ja, das ist eine Haltung, die signalisieren soll, dass jemand selbstbewusst ist und in sich ruht, geschlossen ist sozusagen. Allerdings muss man sagen, diese reine Technik, so wie sie Angela Merkel angewandt hat, hat eher dazu geführt, dass sich Comedians und Kabarettisten gefreut haben, diese Geschichte immer wieder nachzumachen. Charisma war da nicht angesagt. Ganz einfach deswegen, weil so etwas Einstudiertes, Eintrainiertes, wenn es nicht zu dir als Persönlichkeit passt, und bei Angela Merkel war das so, das hat einfach nicht zusammengepasst, das wirkt dann künstlich fast schon ein bisschen belustigend. Ich habe sie übrigens vor kurzem in einer Talkshow gesehen, da hat sie das einfach gelassen und sie wirkte schon komplett anders, viel authentischer, als man sie aus ihrer Position als Kanzlerin kannte. Charisma, also die sogenannte Ausstrahlung, die kommt mal prinzipiell von innen und sie wird durch Techniken natürlich optimiert. Wer eine gute Körpersprache hat, wer eine gute Aussprache hat und sich rhetorisch geschickt ausdrücken kann, der bekommt noch ein paar Pluspunkte mit dazu, was das Thema Charisma betrifft. Aber grundsätzlich muss das Ganze von innen entstehen, von innen authentisch nach außen gehen. Vergleiche einfach mal die Auftritte von einem Olaf Scholz mit denen eines Barack Obama. Das sind zwei, drei Unterschiede zu erkennen. Der Charismatiker Obama und Scholz, na sagen wir es mal so, der kann gerade aussprechen. Und der hat das sicherlich auch trainiert und einstudiert. Aber Charisma kommt da letzten Endes definitiv keines auf. Ja, denn wenn Obama lässig, quasi schwingend, einvernehmend zum Rednerpult schreitet, dann hat das was ganz anderes, als wenn das ein Olaf Scholz tut. Hier gibt es schon ganz große Unterschiede. Allein durch die Art des Bewegens, die gewisse Grundselbstsicherheit, mit der Obama unterwegs ist. Das fehlt Olaf Scholz einfach ein bisschen. Er ist ein anderer Typ, obwohl jeder kann Charisma entwickeln tatsächlich. Und ja, vielleicht ist er einfach nicht wirklich so gut beraten in dem, was er da nach außen zeigt. Also, du kannst das entwickeln, dein Charisma. Arbeite einfach an dir, deiner Persönlichkeit, deiner Person. Das ist der erste wichtige Schritt, denn Charisma kommt von innen und geht nach außen. Techniken sind dann erst einmal zweitrangig.
Hast du eine klare Haltung und entwickelst damit auch Selbstsicherheit, dann entwickelt sich Charisma, also deine Ausstrahlung, automatisch. Die gute Nachricht, es kommt auf wenige wirksame Dinge an. Und wir schauen uns drei sehr wichtige, vielleicht sogar die entscheidenden an, die dir helfen können, Charisma beginnen zu entwickeln. Fange bei dir selbst an. Das ist der Tipp Nummer 1. Nutze deine eigenen Stärken. Dazu musst du dir natürlich deine Stärken bewusst sein. Dann kannst du sie nutzen, wie sowas funktioniert. Das machen wir beispielsweise in der Weiterbildung Manipulatorik, dass wir solche Dinge entwickeln. Also bist du vielleicht zum Beispiel eher ein zurückhaltender oder stiller Typ, dann nutze genau das als deine Stärke. Die meisten zurückhaltenden Typen sind ziemlich reflektiert und meistens auch recht intelligent. Das kann man toll einsetzen. Tipp Nummer 2, wenn du Führungskraft bist oder Unternehmer, dann entwickle deinen Führungsstil, deine Art zu führen. Und dazu nutzt du einfach ein Werkzeug, das wir aus der Manipulatorik entwickelt haben, geklaut von der US Navy, das sogenannte Chief's Manual. In diesem Chief's Manual, also diesem Führungsleitfaden, kannst du auf, na, sagen wir mal, maximal 2 DIN A4 Seiten die wichtigsten Punkte deiner Führungsansätze notieren. Zum Beispiel deine Werte. Und diese Werte sollten deine Leute kennen. Mit diesen Werten wirst du dann auch führen und damit wird Führung leichter und es beginnt etwas Charismatisches. Beispiel: Einer deiner wichtigsten Werte ist Eigenverantwortung. Du setzt also auch bei deinen Teams auf Eigenverantwortung. Dann gib deinen Leuten Freiheit, nimm sie dafür aber auch in die Verantwortung und unterstütze sie, denn gerade am Anfang sind sie es vielleicht nicht gewohnt, mit solchen Freiheiten umzugehen. Da brauchen sie dich ganz besonders. Das könnte der Beginn einer wunderbaren Zusammenarbeit sein. Und es ist einer der wichtigen Punkte, charismatisch zu sein, indem man seine Werte nach außen hin trägt und in der Führung zeigt. In unserer Weiterbildung Manipulatorik setzen wir genau auf diese Bausteine. Wir nutzen immer wenige Dinge, die sehr große Wirkung haben. Und eines der wirksamsten Dinge ist dabei herauszufinden, was für ein Überzeugungstyp du bist. Und wenn du dann deine Stärken aus deinem Typ heraus entwickelst, entsteht automatisch eine Form von Charisma, also eine besondere Ausstrahlung. Und je mehr du dir dessen bewusst wirst, dass du diese Ausstrahlung entwickelst, desto mehr Ausstrahlung entwickelst du. Das ist sozusagen eine Spirale für dich, die nach oben geht. Du musst dich also nicht verbiegen, um erstens überzeugend zu führen und zweitens dein Charisma zu entwickeln, wenn du das möchtest. Natürlich tust du dafür ein paar Dinge. Die gute Botschaft dabei, in der Weiterbildung Manipulatorik geht es sehr einfach über einen kurzen Zeitraum. Komme also gerne in die Kurzberatung. Dort erfährst du innerhalb von 20 bis 30 Minuten, was deine Stärken sind. Das erarbeiten wir relativ flott heraus und du weißt, wie du als Führungskraft oder als Unternehmer, Unternehmerin entsprechende charismatische Ansätze entwickeln kannst. Das ist dein erster Schritt zu einer tollen Ausstrahlung. Klicke unten im Text auf meinen Kalender, dort kannst du dir einen Termin auswählen. Lass uns deine Stärken besprechen und die ersten Schritte tun, die dann in Richtung Charisma und Ausstrahlung gehen. Ich freue mich auf dich.